Jake weiß, wo Jack Knife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt's nur so von Cops. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Also los. Hallo und willkommen zurück hier bei Mirror's Edge. Ja, wir sind auf der Suche nach Jack Knife. Wir sollen den Kanälen folgen. Was auch immer damit gemeint ist. Wahrscheinlich Abwasserkanäle. Und dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Hier komme ich sowieso nicht rüber und hier sieht man ja auch schon. Hoppla. Ist ja rot markiert. Ja, in den Nachrichten hören wir jetzt noch was von dem Mord. Ah, müssen wir richtig Sprung holen, glaube ich, ne? Okay. Ja, wie gesagt, schon längst alles blind für mich. Okay. Ich glaube, mit Vor und Zurück kann ich hier richtig Schwung. Ja, das hat jetzt mal geklappt. Aber hoch komme ich nicht, weil diese Klimaanlage ist es, glaube ich, ne? So, wie geht's denn weiter? Anders hingucken. Okay. Jetzt muss ich hier wohl einfach nur rüber. Komm, mach mal. Hepp. Spring doch mal. Hallo. Hepp. Abgerollt. Bloß nicht den Knöchel verstauchen. Den werden wir noch brauchen. Hier komme ich jetzt so rüber, ne? Was? Meint der mich? Der Helikopter hat dich entdeckt. Ah. Ja, der meint wohl mich. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wo ich hin muss. Natürlich habe ich die Alt-Links-Taste, die mir anzeigt, wo ich hin muss, aber ich möchte es im ersten Moment natürlich selber probieren. Ne, da komme ich sowieso nicht hoch, durch. Wir schauen mal, wo uns der Weg hier so hinführt. Oh, da schießt schon einer. Ja, komm Mädel. Das hat mich jetzt gerade aufgehalten. Oh oh. Renn mal hier oben weiter. Oh, da ist was Rotes da unten. Ist das was für mich? Ah ja, kann ich hochspringen. Jetzt sag nicht, ich hätte da irgendwo ganz nach unten springen müssen. Ja komm, erstmal schauen. Na! Hat der mich erwischt? Da komme ich nicht durch oder weg oder... Oder muss ich da fehlerfrei durchlaufen? Dass ich nicht einmal getroffen werde? Das kann natürlich sein. Ja, lass uns... Dann gucken wir hier mal nicht groß rum, sondern hier gleich mit Vollgas. Ah! Ja, ja, Vollgas. Ist klar. Nein, eröffnen Sie nicht das Feuer. Komm, das will doch keiner. Mach dich nicht unglücklich, Junge. Schwupps, drunter durch. Ja, beim zweiten Mal weiß man natürlich schon so ein bisschen was. Ey, sag mal, Hubschrauber, komm mal klar. Ich lauf mal hier kurz versteckt. Nicht so oft treffen lassen. Was hab ich damit? Ah! Ich darf eigentlich auch nicht hier so lange in der Schusslinie rumhängen. Wie kommt das jetzt wieder her? Gehen wir schnell hoch. Deckung, Deckung, Deckung. Was ist das? Am Koffer. Nett. Ja, bloß nicht stehen bleiben heißt, glaube ich, hier die Devise. Ja, komm, jetzt bin ich doch mal hier aus der Schussbahn raus, oder? Jetzt sag mal... Ich glaube, ich bin jetzt gerade im Kreis gelaufen, oder wie sieht das aus? Wah! Das kann doch wohl mal nicht sein, ne? Nee. Sowas war hier, glaube ich, noch nicht. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das sah irgendwie so gleich aus. Hier? Muss ich da drehen? Jo! Schneller! Ah, jetzt kann ich hier durch. Ach, verstehe. Mal ein bisschen an den Rohren hier ranhangeln. Oder entlang hangeln. Hepp. So, wie läuft das denn jetzt hier? Komme ich da so hin?
Ja, Gott sei Dank. So, Lüftungsschacht. Können wir da durchgucken? Sehen wir da jemanden? Nein. Aha. Hübsch hier. Kann ich hier einziehen? Sie haben dich eingekettet. Nein! Die Kanalisation erreichen. Kanalisation, da runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist hier alles rot. Ich nehme mal jetzt an, dass das mein Weg ist. Das hier sieht doch schon so nach halsbrecherisch aus. Halsbrecherisch ist bestimmt für uns. Oh, oh, oh. Was denn jetzt? Wo soll ich hin? Okay, der Hubschrauber kann mich schon mal... Ah, ich wollte gerade... Ah, das war zu hoch. Ich wollte gerade sagen, der kann mich da nicht mehr erwischen, aber das war wohl nicht richtig. Also, um nicht zu sagen, falsch. Boah, was zuppelt denn das? Das hat hier gerade echt gezuppelt, das Spiel. Das finde ich nicht gut. Yep. Yep. So, darüber. Abwärts. Wo soll ich hin? Komm, komm. Nein! Ja, ich meine, schade. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich check da jetzt noch nicht ganz genau, was ich da machen muss oder wo ich da hin muss. Ich hoffe, das ist überhaupt richtig, aber ich muss ja in die Kanalisation. Hat Merk gesagt. Merk lügt nicht. Oh, da kommen die Bullen. So, abwärts. Was soll mir das sagen hier? Nein. Ah, sehr gut. Aber jetzt und jetzt und jetzt. Nein, der fliegt da runter, der Hubschrauber. Was ist denn das für ein Stuntman? Ah, ich kann hier weitermachen. Das ist schon mal gut. Gut. Dann wollen wir mal da. Hep. Okay. Wow. Hoch, Mädel, hoch. Das ist jetzt hier ein bisschen halsbrecherisch. Da ist der Hubschrauber da auch. Ich will jetzt gerade mal nicht gucken, weil sonst kriegt er mich sofort wieder. Der ist hier tatsächlich drin. Ja, jetzt habe ich doch geguckt, ne? Ich und mein großes Mo. Was? Nee, hoch. Da. Hep. So, was war? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Hubschrauber ist weg. Das ist ja schon mal entspannt. Hab hier ja echt gerade ein bisschen schwitzige Hände gekriegt, ne? Hat auch seine Art von Adrenalin-Flash, das Game. Wenn man ja ständig auf der Flucht ist. Was ich ja irgendwie einen ziemlich coolen Style für ein Spiel finde. Eben dieses auf der Flucht sein, das macht es eben auch aufregend. Hep, hier, Wallrun. Wallrun ist cool. Was steht hier denn? Entriegelungszeit 15 Sekunden. Ist das was ich irgendwie auf Zeit schaffen muss? Geht ja eh nicht weiter nach unten. Ich drücke hier mal rauf einfach. Und renn mal einfach ganz schnell nach hier hinten. Nein! Verkackt! Ja, das ist dran vorbeigelaufen. Straight aufs Ziel und vorbeigelaufen. Knopf drücken. Ja, ach Mädel, komm, zack, hier, knack. So. Da oben geht ein Tor auf. Das habt ihr jetzt mal gerade nicht gesehen, okay? So. Ja, wenn man das beim zweiten, dritten Mal probiert, dann wird man immer so ein bisschen übermütig, weil man denkt ja, man kann das schon. Oder man weiß, wie es funktioniert. Und das führt meistens dazu, dass man dann nochmal verkackt. So, jetzt hier, hep. Hier, da. Bin ich jetzt hier in der Kanalisation? Flow Regulation Chamber. Das könnte sein, oder? Ich kenne mich jetzt mit den englischen Fachausdrücken für Kanalisationstechnik nicht so aus. Da ist was Rotes. Ach so, da ist eine Leiter. Bin ich ran. Das wird, glaube ich, lustig. Da muss ich, jetzt sag nicht, hier so ein Wallrun-Coup
Ah, doch. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich auch Ruhe, um das zu üben. Weil das jetzt in dem Sinne zum ersten Mal drankommt. Also ich muss da die Wand hochlaufen, mich mit Q umdrehen und dann an die Leiter ran. So, und weiter geht's auch schon. Mir ist eben das Spiel abgestürzt. Irgendwie gerade als ich die Wand hier hochlaufen wollte. Versuchen wir es direkt nochmal. Ich hoffe, das liegt nicht an der Tastenkombination, die ich hier benutzen muss. Also, hier hoch. Ah ja, das hätte ja fast geklappt. Also hoch, den mit Q umdrehen. Das haut jetzt nicht ganz so hin. Oder muss ich das von hier aus machen, dass ich auch von vorne an die Leiter rankomme, ne? Ja, Mensch. Ich bin aber auch ein Fuchs, du. So, zwei. New Stream Energy. Mhm. Hochinteressant. So, dann mal weiter im Text. Hier oben hoch. Ich hoffe, das war jetzt ein Einzelfall bei dem Spiel. Wieder 15 Sekunden Zeit für irgendwas. Irgendwas tut sich. Da unten. Muss ich hin. Ja, denn. Passt das, ne? Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Okay, ich gehe hier mal ein bisschen versteckt. Nicht, dass da noch einer ist. Auf der anderen Seite soll ein Ausgang sein. Wollen wir hoffen, dass hier gerade keiner auf der Arbeit ist. Vielleicht ist ja Sonntag. Wenn wir Glück haben. Die Chancen stehen so... Ja, ist es dann 1 zu 7 oder 1 zu 6? Auf der anderen Seite soll ein Ausgang sein? Bist du dir sicher, Merc? Kannst du nochmal nachgucken? Ein Ausgang? Muss ich da hoch? Habe ich das gerade völlig verpeilt, dass ich da hoch muss? Stimmt, ist auch Mirror's Edge, ne? Sollte einem komisch vorkommen, wenn man unten auf der Erde lang läuft und nicht irgendwo ist, wo man tief fallen könnte. Wie sieht das denn hier aus? Habe ich da Chancen? Das sieht nicht so rot aus. So, dann müssen wir mal die niedrigste Leiter oder was auch immer hier finden. Wie sieht das da aus? Nicht so. Das wird doch hier irgendwo am Anfang sein, oder? Da ist eine ziemlich niedrige Leiter. Kann ich da mal hoch? Bitte? Ach, jetzt wird es so rot, wo ich genau davor stehe. Mensch, das ist ja aber auch Technik. Die begeistert. Da steht was drauf. 2,344. Whatever. Egal, wir haben jetzt auch keine Zeit. Wir müssen... Jackknife finden. Einen alten Haudegen. Ist das hier... Ja, das ist rot. Das sieht schon mal richtig aus. Oha. Balance. Balancé. Wenn das denn so heißt. So, hier. Hopp. Los, weiter. Glaub bloß nicht, dass die Cops nicht da runterkommen. Okay. Du hast den Plan. Hier kommt gerade was durch. Sie haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriechst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Nö. Scharfschützen? Das ist total uncool. Das ist nur cool, wenn man selber einer ist. Ja, der Weg, das ist jetzt hier nicht so schwer, aber das wird schon noch. Oha. Ist das jetzt hier... Na, nein, jetzt sind da echt Scharfschützen. Ah, so. Habe ich gar nicht gesehen, dass da oben die Stange ist. Nein! Madam! Wotze. Ah, okay. Ja, das ist ganz cool gemacht, dass man dann nicht so komplett weit hinten anfangen, wieder anfangen muss. So, da oben ist die Stange. Hep. Hep. Und rüber, hoch. Ah! Scharfschütze, Scharfschütze. Assi, Assi, Assi. Das hat geklappt. Schalt die Scharfschützen aus, oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Ja. Nein! Nein!
hat mir voll das Ding da in den Kopf gekloppt. Ups. Ja, ausschalten. So, mit R-Taste war, glaube ich... Kriegt mich hier jetzt einer? Ich habe hier gerade kurz Ruhe, ne? Mit R-Taste war, glaube ich, diese Zeitlupe, ne? Ah, es ist ein paar Tage her für mich. Ich hoffe mal, ja. Schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Jo. Nein! Das war ja Assi-Timing. Jawohl. Ach, nee. Nee. Mitnehmen. Was ist das? Ah! Kann ich eigentlich zielen? Ja, blödes Ding. Ich glaube, das ist auch nicht so ihr Style. Ach, jetzt haben die mich erschossen. Ich glaube, mit Waffen macht die auch eigentlich nicht so viel. Ja, gut. Jupp. Ah. Hep. Hep. So, okay, hier komm. Da. 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 Boah. Mädel, du hast es aber drauf. Respekt. Chica. Und jetzt hier? Ja. Ist das? Kann ich das nehmen? Nein. Wo soll ich denn jetzt lang? Wo soll ich denn hin? Ich könnte jetzt quasi... Hoch oben, ne? Ich kann ja jetzt quasi überall hier... Ich benutze mal die Taste, die mir zeigt, wo ich hin muss. In die Richtung muss ich. Okay, das ist ja relativ easy. Also es ist easy, hier... von Säule zu springen. Ja. Ich und meine große Fresse, ne? Naja, war ja jetzt ja nicht so schlimm. Ja, das gefällt mir ganz gut, dass man hier nicht so völlig... Ich muss hier mehr in die Mitte springen. Das ist hier dann am Rand doch ein bisschen knapp. So, hier auch nochmal. Hier auch. So. Jetzt muss ich da einen guten Weg finden, um da rüber zu kommen. Das sieht ganz gut aus. Die sind überall gleich weit voneinander entfernt, also. Ja, Mädel, komm. Wow. So. Sehr gut. Wo ging's lang? Ich hoffe mal da jetzt. Das war schlecht, oder? So. Ich guck mal eben. Ja, das ist die Richtung auf jeden Fall. Gut,